Ich stehe hier auf der Energy Storage mit Frederik Sülwald und Michael Entrup von Hoppecke. Hoppecke ist ja vor allem bekannt durch die Bleibatterien im Heimspeichermarkt. Wie verändert sich das Verhältnis Blei zu Lithium? Wie nehmen Sie das aus Ihrer Perspektive wahr? Also wir sehen den Bleibatteriemarkt als einen der wichtigen Märkte an. Wobei man schon sagen muss, dass wir über 8000 Systeme installiert haben. Die Tendenz aber in den letzten Jahren ganz klar nach Lithium gegangen ist. Und wir haben seit 3 Jahren Lithium-Systeme im Einsatz, die wir auch gut vermarkten in dem Heimspeichermarkt. Und nach vorne hin kommen wir mit einer Neuentwicklung, die wir auf der Intersolar vorstellen, die ein Hochvoltsystem im Lithium-Bereich zeigen wird. Aber wie sieht es denn aus? Verkaufen Sie überhaupt noch Bleispeichersysteme? Also Bleispeichersysteme sind nach wie vor in unserem Produktportfolio. Wir setzen die auch stark ein. Wir sehen aber auch in den letzten Jahren, dass die Tendenz rückläufig ist und dass wir Lithiumsysteme dort nach vorne benötigen und promoten. Und wir haben in den letzten 3 Jahren einen erheblichen Anteil unseres Umsatzes mit Lithiumsystemen im Markt gehabt. Das ist unser SunPowerPack Premium, was wir dort vermarkten. Und wer kauft noch Bleispeichersysteme? Die Käufer sind vielschichtig. Es geht gerade in den Bereichen, wo es um Kosten geht, kosteneffiziente Produkte, weil die Investmentkosten geringer sind als bei Lithium. Das sind also Käufer, die vielleicht sich gerade im Moment nicht den Lithiumspeicher leisten wollen und in ein paar Jahren nachrüsten wollen. Und im Großspeicherbereich, da sind Sie ja, wie ich gelernt habe, auch unterwegs. Was machen Sie da und wie sieht da das Verhältnis Blei-Lithium aus? Also wir haben ein Projekt initiiert, an einem Standort für eines Kraftwerkstandortes, wo wir 1,5 Megawatt Großspeicher installieren werden. Dort haben wir 1/3 zu 2/3 Lithium und Blei uns ausgewählt, über Simulationen errechnet, dass wir 500 Kilowatt Lithium-Batterien und 1 Megawatt Blei-Batterien dort installieren werden, für als Frequenzregelanlage zur Frequenzhaltung. Dort haben wir von dem kompletten Engineering des Gesamtsystems über USP-Erarbeitung der Bleibatterie, auch der Lithiumbatterie, entsprechend das Gesamtsystem designt und bis zum Netzanschlusspunkt durchgeführt. Außer das Trading, das macht jemand anders, das machen wir nicht selber. Und warum mischt man Blei und Lithium? Was ist der Vorteil? Ich kann die Performance der Lithiumbatterie nutzen, brauche aber die Gesamtperformance nicht das ganze Jahr über. Ich habe 80-90%, wo ich nur einen Bruchteil der möglichen Energie oder der möglichen Leistung abfrage. Dort nehme ich die Lithiumbatterie. Für die langen Hübe nutze ich die Bleibatterie und bin dort dann im Gesamtzusammenspiel kosteneffektiver und wettbewerbsfähig gegenüber Lithium. Wie groß ist die Fertigungstiefe bei Ihnen? Stellen Sie die Batterien selber her und wenn Sie neue Systeme vorstellen, ist da auch die Leistungselektronik dabei? Also wir haben die Fertigungstiefe dahingehend aufgebaut, dass wir auf der Bleiseite natürlich wirklich beim Blei beginnen und die Systeme herstellen. Auf der Lithiumseite kaufen wir je nach Anwendung Zellen zu, aber machen daraus die Systeme. Wir sind also der Systemintegrator inklusive Full-Service-Verträge mit Installationen beim Kunden und das weltweit. Und die Leistungselektronik? Ist da die Leistungselektronik dabei, wenn Sie sagen, Sie stellen ein System vor auf der Intersolar? Ja, die Leistungselektronik ist dabei. Auch da arbeiten wir mit Zulieferern zusammen, gerade weil eben weltweit verschiedene Anforderungen sind an die Netze, an die Leistungselektronik. Und es gibt auch Präferenzen unserer Kunden, die bestimmte technische Details bevorzugen. Auf der Batterie-Monitoring-Seite, was wiederum ein wichtiger Bestandteil ist, machen wir die Entwicklung selber und steuern so unsere Systeme über die eigene Software, die von unseren Service-Engineers entwickelt sind. Vielen Dank.